Hallo und herzlich willkommen bei Secret Kids. Psst, Johnny, du musst doch leise sein. Aber warum, Manu? Ich habe mich schon so lange darauf gefreut. Ja, ich auch. Aber die Sendung heißt doch Secret Kids. Secret ist Englisch und heißt geheim. Ach ja, stimmt. In vielen Ländern der Welt können schon Kinder große Schwierigkeiten bekommen, wenn sie oder ihre Eltern Christen sind. Daher müssen viele von ihnen ihren Glauben im Geheimen leben, weil Menschen um sie herum nicht gut finden, dass man an Jesus glaubt. Deswegen Secret Kids. Genau. Hier bei uns macht es vielleicht keinen Unterschied. Wir sind hier im Wohnzimmer von Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors. Aber weißt du, in manchen Ländern ist es gefährlich, an Jesus zu glauben. Manchmal kann das heißen, dass man sich im Geheimen zu einem Gottesdienst treffen muss. In manchen Ländern müssen die Christen sogar ihre Bibeln verstecken. Krass. Oder wenn sie Gott loben möchten, müssen sie das ganz, ganz leise machen, weil es für sie gefährlich sein kann, gehört zu werden. Hä? Aber leise singen? Das funktioniert doch gar nicht. Meinst du? Wir können es ja mal ausprobieren. Seid ihr dabei? Also Kinder, wir stehen jetzt alle gemeinsam auf und wie Manuel schon gesagt hat, fangen wir ganz leise an zu singen. Okay? Los geht's. Und stark und fürchte dich nicht, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Hab keine Angst, wenn du allein bist, und hab keine Angst in der Dunkelheit. Hab keine Angst, wenn du krank bist, und hab keine Angst, wenn der Donner kracht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Hab keine Angst, wenn du allein bist. Hab keine Angst in der Dunkelheit. Hab keine Angst, wenn du krank bist, und hab keine Angst, wenn der Donner kracht. Aber Kinder, eins solltet ihr wissen, 1, 2, 3, 4, sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Hey, wie schön ist es, dass wir mit Gott mutig und stark sein können. Er ist derjenige, der uns Mut macht und Kraft gibt. Und es gibt keinen auf dieser ganzen Welt, der stärker ist als Jesus. Stark, stärker Jesus. Stark, stärker Jesus, deine Macht ist riesengroß, alles andere chancenlos. Stark, stärker Jesus, stark, stärker Jesus, kein
jemals gleich. Jesus, du bist Sieger. Fürchte dich nicht, das hat er gesagt. Er ist immer bei mir, Jesus macht mich stark. Für ihn will ich leben und tun seinen Willen. Lass mich von seiner Macht und Stärke erfüllen. Stark, stärker, Jesus. Stark, stärker, Jesus. Deine Macht ist riesengroß. Alles andere chancenlos. Stark, stärker, Jesus. Stark, stärker, Jesus. Keiner kommt dir jemals gleich. Jesus, du bist. Okay, Kinder, seid ihr bereit für den Rap? Fürchte dich nicht, das hat er gesagt. Er ist immer bei mir. Jesus macht mich stark. Er gibt mir Mut in der Angst. Jesus macht mich stark. Unmögliches schaffe ich, denn Jesus macht mich stark. Schwierigkeiten können kommen, Jesus macht mich stark. Alles kann ich durch ihn, Jesus macht mich stark. Für ihn will ich leben und tun seinen Willen. Lass mich mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Für ihn will ich leben und tun seinen Willen. Lass mich mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Okay, Kinder, wir werden jetzt ganz ruhig und dann werden wir immer lauter und immer wilder. Schaut mir einfach zu. Stark, gibst mir neue Kraft, ich vertraue dir, ja, ich will mit dir leben. Du machst mich stark, gibst mir neue Kraft, ich vertraue dir, ja, ich will mit dir leben. Du machst mich stark, gibst mir neue Kraft, ich vertraue dir, ja, ich will mit dir leben. Du machst mich stark, gibst mir neue Kraft, ich vertraue dir, ja, ich will mit dir leben. Du machst mich stark. Gib's mir neue Kraft, ich vertraue dir, ja, ich will mit dir leben. Du machst mich stark, gib's mir neue Kraft, ich vertraue dir, ja, ich will mit dir leben. Stark, stärker, Jesus. Stark, stärker, Jesus. Deine Macht ist riesengroß, alles andere chancenlos. Stark, stärker, Jesus. Stärker, Jesus, keiner kommt dir jemals gleich. Jesus, du bist, Jesus, du bist, Jesus, du bist Sieger. Gott liebt uns so sehr und wird uns niemals verlassen, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden. Selbst der Tod hat nicht das letzte Wort. Egal was auch passiert, du bleibst bestehen. So treu liebst nur du. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf. Du gibst und hörst niemals auf. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf. Du gibst und hörst niemals auf. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf. Du gibst und hörst niemals auf. Du liebst. Unaufhörlich gießt du Liebe aus. Sie füllt mein Herz und lässt mich nie mehr los. Und vor nichts brauch ich mich fürchten, du bist hier. So treu liebst nur du. So treu liebst nur du. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf. Du gibst und hörst nie.
niemals auf. Wer lebt so wie du, du gibst mich nicht auf. Du gibst und hörst niemals auf. Wer lebt so wie du, du gibst mich nicht auf. Du gibst und hörst niemals auf. Du liebst. Was auch geschieht, ich bin gewiss, dass du mich trägst. Ich weiß, du liebst mich so. Nichts trägt uns mehr, du hast für meine Schuld bezahlt. Ich weiß, du liebst mich so. Wer liebt so wie du, du gibst mich nicht auf. Du gibst und hörst niemals auf. Wer liebt so wie du, du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf. Wer liebt so wie du, du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf. Du liebst. Russland, Iran, Bruder Andrew war ja schon überall. Manu, warum ist er in so viele Länder gereist? Das ist eine verrückte Geschichte. Schau mal her. Das ist Bruder Andrew. Manche Leute nennen ihn den Schmuggler Gottes, weil er sein Leben damit verbracht hat, Bibeln und Gottes Liebe an alle möglichen Orte zu schmuggeln, an denen es schwer ist, Jesus nachzufolgen. Und so begannen seine zahlreichen Abenteuer. Bruder Andrew wurde in einem Land in Europa geboren, das die Niederlande heißt. Er hat versprochen, Gott zu folgen. Also ging er auf eine Bibelschule in Glasgow. Das ist eine Stadt in Schottland. Es war schwierig für ihn, weil er nicht sehr gut Englisch sprach. Aber er lernte viel über Gott und was es heißt, ihm zu vertrauen. Eines Tages sah er in der Bibelschule eine Anzeige für ein großes Festival in Warschau, einer Stadt in Polen. Im Jahr 1955 war Polen ein kommunistisches Land und Kommunisten mochten keine Christen. Andrew beschloss, zu dem Festival zu fahren und herauszufinden, ob es noch Christen in Warschau gab. Also packte er seine Koffer, stieg in einen Zug und fuhr bis nach Polen. Als er ankam, fühlte er sich sehr allein, aber er wusste, dass Gott bei ihm war. Am Sonntag ging er zu einer Kirche. Die polnischen Christen waren sehr froh, ihn zu sehen. Sie dachten, dass die Christen in anderen Ländern sie vergessen hätten. Sie erzählten ihm, wie schwer das Leben für sie war. Sie wurden ständig von der Regierung beobachtet. Gemeindeleiter wurden verhaftet und Bibelschulen geschlossen. Als er zurück auf dem Fest war und betete, kam Andrew ein Bibelvers in den Sinn. Werde wach und stärke das, was abzusterben droht.
Plötzlich war er sich sicher, Gott sagte ihm, er solle Christen helfen, die angegriffen wurden, weil sie Jesus folgten. Also fuhr er als nächstes in die Tschechoslowakei. Er ging zu einer Kirche. Dort war eine alte Dame, die ihre Bibel hoch in die Luft hielt, damit alle anderen sie lesen konnten. Er stellte fest, dass sie die einzige mit einer Bibel war. Weil die Regierung es den Menschen so schwer machte, Bibeln zu kaufen, schrieben einige von ihnen Teile der Bibel von Hand ab. Andrew beschloss, dass er Bibeln zu Christen in den Ländern bringen würde, in denen sie verboten waren. Aber wie? Zurück in Holland erzählte er von seiner Idee. Einige Freunde gaben ihm Geld, um viele Bibeln zu kaufen. Eine Familie gab ihm sogar ein blaues Auto, um die Bibeln zu transportieren. Und so fuhr er nach Jugoslawien. Es war gegen das Gesetz, mehr als eine Bibel ins Land zu bringen. Und er hatte ein ganzes Auto voll davon. An der Grenze waren Wachen. Als Andrew vorfuhr, betete er sehr intensiv. Herr, sagte er, du hast blinde Augen sehend gemacht. Bitte mach auch sehende Augen blind. Zuerst kontrollierten die Zollbeamten seine Campingausrüstung, aber sie entdeckten die Bibeln nicht, die in seinem Schlafsack versteckt waren. Dann zogen sie seinen Koffer heraus. Die Bibeln waren vor ihren Augen, aber irgendwie sahen die Wachen sie immer noch nicht. Und so ließen sie Andrew weiterfahren. Gott hat dafür gesorgt, dass die Beamten die Bibeln nicht sahen. Danach fuhr Andrew in andere Länder und verteilte Bibeln. Er verteilte sie auch an Christen in Bulgarien, Rumänien und Russland. Hunderte von Bibeln wurden an Christen ausgeliefert. Andrew fand bald heraus, dass es zu viel für ihn alleine war. Er brauchte andere, die ihm halfen. Das war der Beginn der Organisation Open Doors. Seither hilft sie Christen, die schlecht behandelt werden, weil sie Jesus nachfolgen. Heute macht Open Doors viel mehr, als nur Bibeln zu schmuggeln. Manchmal müssen Christen aus ihren Häusern fliehen, weil Menschen sie töten wollen. Open Doors hilft ihnen dann mit Nahrung, Wasser, Kleidung und Decken. Wenn es dann sicher ist, zurückzugehen, hilft Open Doors ihnen, ihre Häuser wieder aufzubauen. In manchen Ländern haben christliche Kinder keine Chance, zur Schule zu gehen. Deshalb hilft Open Doors ihnen, lesen und schreiben zu lernen. An Orten, wo christliche Kinder gemobbt werden oder keine anderen Christen um sich herum haben, bringt Open Doors sie zu Veranstaltungen und Sommercamps zusammen. Open Doors schmuggelt immer noch Bibeln in einige Länder in Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Vielleicht wirst du eines Tages auch auf ein Abenteuer gehen, so wie Bruder Andrew. Aber es gibt einige Dinge, mit denen du jetzt schon anfangen kannst. Du kannst für Christen beten, die ungerecht behandelt werden, weil sie Jesus nachfolgen. Denn Christen, die angegriffen werden, weil sie Jesus nachfolgen, können sich sehr allein fühlen. Du kannst auch einen Brief schreiben oder ein Bild malen und es ihnen schicken. Was auch immer du tust, es wird einen großen Unterschied in ihrem Leben machen. Und es könnte der Beginn deines eigenen Abenteuers sein. In der Bibel sagt Jesus, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Was würdest du auf deinem neuen Abenteuer mit Gott gerne für andere tun? Wow, Manu, das will ich auch machen. Ich will auch zu verfolgten Christen fahren. Bist du dir da sicher? Das ist ganz schön gefährlich. Naja. Jesus war auch bei Bruder Andrew dabei und hat ihn beschützt. Er wird uns bestimmt auch helfen. Und ich bin ja nicht alleine. Wie? Du bist nicht allein? Ich habe 2 Helfer. Die kommen auch mit. Vielleicht werden wir aber noch viel mehr. Noch mehr? Ja, wir sind ja nicht alleine. Es schauen gerade so viele Kinder zu. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch dabei sein. Aber dann müsst ihr jetzt eure Koffer packen. Warte, warte mal, Johnny. Ihr wisst doch überhaupt nicht, was ihr einpacken müsst. Stimmt. Was brauchen wir überhaupt? Aber egal, was es ist. Ich bin der schnellste Kofferpacker der Welt. Keiner bricht meinen Rekord. Das werden wir ja noch sehen. Hey, lass uns doch ein Spiel draus machen. Wer packt schneller? Jungs oder Mädels? Natürlich die Mädels. Hi, Lucy. Hallo. Nee, wir Jungs. Hallo, Elias. Hallo. Aber zuerst müssen wir schauen, was wir brauchen. Ich habe hier eine Packliste von Bruder Andrew. Jetzt machen wir das so.
Ich lese vor, was wir brauchen und ihr habt 30 Sekunden Zeit, das bei euch zu Hause zu finden. Bereit? Aber sowas von! Ganz oben steht hier, wir brauchen einen Koffer oder eine Tasche. Dafür habt ihr jetzt 30 Sekunden Zeit. Ich denke ja, dass Lucy am schnellsten sein wird. Seid ihr bereit? Auf die Plätze, fertig und los! Go, go, Lucy, schneller! Elias, schneller, wo Elias, ist es denn? Lucy! Go, für die Jungs! Super! Für die Jungs! Und wieder für zurück! Für die Jungs! Hast ihn! Komm schon! Lucy, komm du bist schon. Spitze! Und Elias, da habt ihr zu Hause jetzt noch ein bisschen Zeit! Das, ein bisschen das. Schneller! Komm! Und noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Die Zeit ist um. Lucy war schneller. Was kommt jetzt als erstes in den Koffer? Reiseutensilien zum Zähneputzen. Also, ihr braucht jetzt eine Zahnbürste und Zahnpasta. Dafür habt ihr auch 30 Sekunden Zeit. Und los! Lucy! Super, schon im Bad! Komm, diesmal schaffst du es! Wieder zurück! Schnell! Los! Oh, geschafft! Das war aber schnell! Super! Und jetzt hier zu Hause! Ja. Schafft ihr es auch? Let's go! Los geht's! So schnell waren die beiden! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp! Die Zeit ist um! Unentschieden! Das ist ja langweilig. Ich sag euch jetzt, was ihr braucht, was auf keiner Reise fehlen darf. Also, was ich immer brauche, ist mein Kuscheltier Cäsar. Er darf auf keiner Reise fehlen. Was braucht ihr? Dafür habt ihr jetzt 30 Sekunden Zeit, okay? Und los geht's! Elias! Ich und Cäsar sind für dich! Elias! Du schaffst das! Du schaffst das! Und gleich bist du da! Oh, geschafft! Cool. Ja! Geschafft! Diesmal geht der Punkt wieder an die Mädels! Super gemacht! Als nächstes braucht ihr Geschenkpapier oder Zeitungspapier. Wisst ihr, wo ihr sowas zu Hause findet? Okay, dann habt ihr wieder 30 Sekunden Zeit. Und los! So, Elias! Lucy, Elias, super, komm, diesmal schaffst so du es! Diesmal schaffst du es! Du bist schneller! Und wo ist es? Du bist schneller! Da ist das Geschenkpapier! Und wieder schon, zurück! Wo ist die Schere? Du hast es! Schnell und oh, diesmal geht's! Ja. Super! Okay, und ihr zu Hause habt jetzt noch 10 Sekunden Zeit! Yes! Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Ja, der Punkt geht an die Jungs. Gut gemacht, Elias. So, jetzt brauchen wir noch zwei Sachen. Tesafilm und eine Schere. So, seid ihr bereit? Und los! So, Elias, du schaffst Lucy, das! Los, schneller. Du filmst es! Ja, such weiter! Lucy. Ja, du hast es gleich, du hast es! Ja, komm, schnell, du hast es! Aha. Oh ja, sehr stark! Ja. Super! Ja! So. Das ging aber schnell! Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Wow, die beiden waren so schnell. Aber Elias war ein bisschen schneller. Daher geht der Punkt wieder an die Jungs. Und zum Schluss kommt das Wichtigste. Ihr wisst bestimmt, wo ihr sowas habt. Bibeln. Ganz wichtig. So viele wie möglich. Und dafür habt ihr wieder 30 Sekunden Zeit. Auf die Plätze, fertig und los!
So, Elias, Lucy, Elias, diesmal schaffst du es. Komm. Okay, okay, du eine hast du schon. Unterwegs. Okay, was weiter. Jetzt eine die zweite. Und hast du sie? Ja, die zweite hast du. Nur noch eine. Findest du sie? Findet okay, sie noch die andere? Dritte hast du schon. Ja, da ja, weiter. Und jetzt zurück. Und du hast sie, ja. Ja, du hast sie. Super. Sehr gut. Oh, sehr gut. Okay. Das war cool. Wir haben noch drei, zwei, eins und stopp! Oh, krass, das war spannend. Wer hat jetzt überhaupt gewonnen? Elias liegt mit einem Punkt vorne. Aber Lucy kann bei der letzten Aufgabe immer noch aufholen. Dann werden wir ja sehen, wer schneller ist. Eine Revanche. Vielleicht können eure Eltern euch sogar dabei helfen. Und zwar könnt ihr jetzt eine Bibel mit Geschenkpapier einpacken. Okay, seid ihr bereit? Und los! So, okay. Und diesmal schaffst du es. Oh, komm. Schönes Geschenkpapier. Okay, ja, das ist ja richtig hübsch. Okay, sehr gut. Ja, das rollt sich immer wieder ein. Schwierig, kenne ich auch. Ja, das okay. Machst du so einmal gut. Einmal durchschneiden. Okay. Ah. Okay, du schaffst das. Yes. Du musst unbedingt schneller cool. sein, ja? Jetzt ja? ist das Geschenkpapier schon okay. abgeschnitten und nur noch hier geht's die Bibel weiter. Reinlegen, nur noch die Bibel reinlegen, das macht ja? So ja. Gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, das rollt sich immer wieder aus. Jetzt immer wieder. Fehlt noch das okay, Thema. Diesmal schaffst du es. Ich glaube an dich. Okay, kurz einklappen. Ganz einfach. Einklappen. Perfekt. Nur noch die Seiten umklappen. Oh ja, du machst es so gut. So gut. Jetzt zukleben. Okay. Ja. Nur noch mit dem Teser. Cool. Nur noch mit dem Teser. Okay, und perfekt. Jetzt ja, der erste ja, Teserstreifen ja, ist ja, drauf. Ja, sehr gut. Cool. Okay. Ja, mit der Schere noch einmal abschneiden. Sieht und hast du es? Hast du es? Oh ja, den cool. Anfang zu finden beim Teser. Ach, wirklich schwierig. Okay, du schaffst das. Ja, weitersuchen. So Komm schon, Elias. Und auch komm das schon. Ist zusammengeklappt. Okay. Mega cool. Ja, jetzt noch einmal längs kleben und quer kleben. Das sehr gut. Sie okay. ist fertig. Elias, komm, weiter geht's. Es geht um cool. Sekunden. Es kann sich nur noch wow, um Sekunden richtig handeln. Schön. Okay, weiter. Du hast gleich geschafft. Cool. Und ja, sehr gut, cool. sehr gut. Okay, Hammer, richtig gut. Lucy war schneller. Das Spiel ist unentschieden. Das hat so Spaß gemacht. Aber Manu, warum haben wir überhaupt die Bibel in Geschenkpapier eingepackt? Weißt du, für viele Christen auf der Welt ist eine Bibel etwas ganz Wertvolles, ein richtiger Schatz. Denn die Leute um sie herum wollen nicht, dass sie eine Bibel haben. Darum müssen wir sie verstecken. Wir bringen sie heimlich zu ihnen. Du meinst, wir schmuggeln? Ist das nicht verboten? Ja, eigentlich schon. Das war schon bei Bruder Andrew so. Der hat auch Bibeln geschmuggelt und ganz viele andere Leute auch. Dafür gab es sogar spezielle Autos. Willst du so eins mal sehen? Oh ja! Dann komm mal mit! Schau mal, Johnny, das hier ist ein Schmuggelmobil. Wow! Aber Manu, das ist doch kein Schmuggelmobil. Das ist ein Wohnmobil. Mit dem kann man in den Urlaub fahren. Genau das haben sie auch gemacht. Aber als Tarnung. Was? Krass. Willst du es mal von innen sehen? Auf jeden Fall. Lass uns reingehen. Du hier vorne und ich gehe hier rein. Wow, Manu. Dieses Wohnmobil sieht ja echt gemütlich aus. Ja, Johnny. Ich find's auch richtig toll. Aber warum ist da ein Loch im Boden? Ist dieses Wohnmobil kaputt? Nein, das ist ein Versteck. Ein Versteck für was? Für Bibeln. Schau mal. Wow, das sind ja echt Bibeln. Ja, richtig viele. Man konnte hier bis zu 300 Bibeln verstecken. 300? Oh. Ist Bruder Andrew auch mit so einem Mobil gefahren? Nein, als Bruder Andrew angefangen hat, Bibeln zu schmuggeln, hatte er ein ganz kleines Auto. Welches Auto? Das will ich auch sehen. Ich zeig's dir gerne. Schau mal, Johnny. Mit diesem kleinen Auto ist er gefahren. Man nennt ihn auch Käfer. So ein kleines Auto? Fährt er immer noch damit? Nein. Aber ich habe noch ein Spiel für euch vorbereitet, bei dem ihr ganz gut aufpassen müsst. Wir werden ab jetzt immer mal wieder den Wagen durchs Bild fahren lassen. Auf dem Käfer drauf steht entweder ein Buchstabe oder zwei oder eine Zahl.
Den ersten Käfer seht ihr jetzt. So sieht das aus. Ein O. Schreibt immer mit. Es könnte am Ende der Sendung noch sehr wichtig werden. Also Manu, ich wäre jetzt bereit. Von mir aus kann die Weltreise starten. Dann lass uns noch schnell unsere Koffer holen. Die stehen ja noch bei Bruder Andrew im Wohnzimmer. Ach ja, stimmt. Manu, die zwei Autos waren ja der Oberhammer. Oh ja, richtig genial. Ich freue mich schon so sehr auf die Reise. Ich auch. Ach, das wird einfach ein Abenteuer. Manu? Hm? Manu? Oh, ich finde meinen Koffer nicht. Oh. Oh, ich glaube, vor lauter Aufregung beim Spiel habe ich vergessen, meinen eigenen Koffer zu packen. Oh nein, Johnny. Oh, ich wollte den verfolgten Christen doch so gerne helfen. Wie schade, dass wir nicht zu ihnen fahren können. Aber wir können ihnen trotzdem helfen. Ich habe eine Idee. Als Bruder Andrew Christen besucht hat, haben sie ihn immer um eine Sache gebeten. Um Gebet, dass Menschen an sie denken und für sie beten. Und das können auch wir tun. Und damit wir wissen, für welche Christen wir schon gebetet haben, brauchen wir eine Art Reisepass. Du meinst so einen Reisepass, mit dem man in den Urlaub fliegen kann? Da, wo man einen Stempel reinbekommt von dem Land, das man besucht hat? Genau, schau mal. Ich habe einen besonderen Reisepass. Einen Gebetsreisepass. In dem stehen Gebetsanliegen drin. Wir können mit Stickern markieren, für welches Land wir schon gebetet haben. Was hier auf der Karte ist. Da stehen 50 Länder drauf, in denen Christen ganz stark verfolgt werden. Und so können wir doch unsere Weltreise machen. Unsere Gebetsweltreise. Da bin ich dabei. Cool. Habt ihr euren Gebetsreisepass auch schon? Der Gebetsreisepass und diese Weltkarte sind in deinem Secret Kids Materialpaket. Du hast noch keins, das ist gar nicht schlimm. Wenn du auch eins haben willst, können es deine Eltern hier kostenlos bestellen. Wir schicken es dann zu dir nach Hause. Dann sind wir bestens ausgerüstet. Wo fahren wir als erstes hin? Schauen wir mal. Hier. Ah, die Nummer 9. Nigeria. Das liegt in Afrika. Schau mal, dazu habe ich eine Geschichte. Wie groß ist deine Familie? Vielleicht hast du einen Bruder oder eine Schwester oder vielleicht auch mehr. Aber was wäre, wenn du plötzlich 44 Brüder und Schwestern hast und ihr lebt alle zusammen in einem Haus? Okay, ich spreche nicht von deinem normalen Zuhause. Stell dir vor, dein Zuhause ist ein Dorf im Nordosten Nigerias. Es ist ein Gebiet namens Madagali und es wurde von Islamisten angegriffen. Deine Eltern sind verschwunden und du hast dich nicht mehr sicher gefühlt. Also bist du mit deinen Freunden weggelaufen. Du bist durch den Wald geirrt und hast gehofft, dass dich jemand findet. Und das passierte am Ende auch. Aber du warst nicht allein. Es waren 300 von euch, die alle Schutz brauchten. Einige von euch waren erst 2 Jahre alt. Und was dann? Die Leute in der nahegelegenen Kirche in Gulag waren wundervoll. 14 freundliche Familien boten an, euch alle aufzunehmen. Einige nahmen 4 Kinder auf. Andere nahmen viel mehr auf. Du wohnst bei Chibrils Familie, die sich noch um 44 andere Kinder kümmert. Es ist eine große Herausforderung für sie und alle anderen Familien, denn sie haben nicht viel Geld. Also rief ihr Gemeindeleiter, Pastor Peter, bei Open Doors an und bat um Hilfe. Sie machten sich sofort an die Arbeit und jetzt gibt es eine noch größere Familie. Eine Familie aus der ganzen Welt, die dafür sorgt, dass alle genug zu essen haben. Dieses Essen wird eine Menge Kinder satt machen, sagte Sunday, der einer der anderen Gastgeber ist. Möge der Herr die Herzen der Menschen wieder auffüllen, die uns mit Liebe überschüttet haben. In der Bibel steht, so spricht der Herr, der Allmächtige, fällt gerechte Urteile und begegnet einander mit Barmherzigkeit und Güte, fügt den Witwen, Waisen, Fremden und Armen kein Unrecht zu und schmiedet keine bösen Pläne gegeneinander. Wie kannst du anderen Menschen wie ihnen Gutes tun?
Wie wunderbar, dass man diesen Kindern und den Familien helfen konnte. Dass dafür gesorgt wurde, dass alle genug zu essen bekommen haben. Und das war möglich, weil andere Christen auf der Welt ihnen geholfen haben. Weil es nicht egal war und nicht egal ist, wie es anderen Christen auf der Welt geht. Als Jesus auf der Welt war, betete er sehr, sehr viel. Im Johannesevangelium lesen wir von einem Gebet, das Jesus für seine Jünger betete. Aber nicht nur für seine Jünger, sondern für alle Menschen, die an Jesus Christus glauben. Jesus betete in Johannes Kapitel 17, Vers 21. Sie sollen alle eins sein, genauso wie du, Vater, in mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie fest miteinander verbunden sein. Es entspricht Jesus Herzenswunsch, dass wir eins sind. Jesus ist derjenige, der uns eins macht. Eins sein bedeutet, zusammenzugehören. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und wieder auferstanden. Und hat uns damit den Weg zu Gott freigemacht. Wir sind durch Jesus mit Gott verbunden. Jesus macht uns zu einer weltweit großen Familie. Denn Gott ist nicht nur unser Schöpfer, unser Herr und König, sondern auch unser Vater im Himmel. Wir sind seine Kinder. Du und ich und alle Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und das sind ganz schön viele Menschen auf der Welt. Durch Jesus sind wir mit ihnen verbunden. Wir sind eine weltweit große Familie. Wie kann man miteinander verbunden sein, wenn man so weit weg voneinander lebt? Es gibt so viele Christen auf der Welt aus weit entfernten Ländern, wie zum Beispiel Mexiko, Mali, Äthiopien, Laos oder Bangladesch. Ich weiß nicht, ob du diese Länder schon kennst oder überhaupt schon mal von ihnen gehört hast. Aber in all diesen Ländern und in vielen anderen Ländern auch gibt es Christen. Wir werden es wahrscheinlich nie schaffen, all diese Menschen auf der Welt kennenzulernen. Und dennoch sind es keine Fremden. Es sind unsere Brüder und Schwestern, durch Jesus verbunden. Denn, wie ich bereits gesagt hatte, wir sind eine weltweit große Familie. Wie schön ist es, dass wir durch unsere Gebetsweltreise unsere Geschwister besuchen können. Und um euch das besser zu erklären, was es heißt, miteinander verbunden zu sein, habe ich euch ein Beispiel mitgebracht. Ich erzähle euch heute etwas über Bäume. Denn Bäume machen uns das richtig gut vor, was es heißt, miteinander verbunden zu sein. Bäume sind echte Teamplayer. Jeder einzelne Baum ist wertvoll für die Gemeinschaft. Jeder Baum verdient es, so lange wie möglich erhalten zu werden. Daher unterstützen Bäume sogar andere Bäume, denen es nicht so gut geht. Sie versorgen sie mit Wasser und Nährstoffen. Das machen sie so lange, bis es den anderen Bäumen wieder besser geht. Wie ich schon sagte, Bäume sind echte Teamplayer. Sie stehen zwar jeder für sich, aber unterirdisch sind sie miteinander verbunden. Sie bilden Wurzelnetzwerke. Und so ist das auch mit uns Christen. Sichtbar stehen wir vielleicht nicht immer zusammen, aber auch wir haben ein Netzwerk, welches uns miteinander verbindet. Bei uns ist das kein Wurzelnetzwerk, sondern ein Gebetsnetzwerk. Durch unsere Gebete füreinander sind wir mit anderen Christen verbunden. Johnny war ganz schön traurig, dass wir die Christen, die verfolgt werden, nicht besuchen können. Er wollte ihnen doch so gerne helfen. Aber stattdessen konnten wir unsere Gebetsweltreise starten. Gebet ist so wichtig. Wie wir bereits auch schon gehört haben, bitten verfolgte Christen immer um eine Sache, wenn man sie besucht. Um Gebet. Ein Land haben wir bereits besucht, Nigeria.
Und die Gebetsweltreise hört hier noch nicht auf. Wir werden noch in andere Länder reisen und für diese Länder beten. Für die Kinder und für die Familien, die in diesen Ländern an Jesus Christus glauben. Obwohl sie deswegen in Schwierigkeiten kommen können. Sie lieben Jesus so sehr, dass sie selbst Angriffe und Probleme aushalten. Obwohl das nicht immer leicht ist. Daher brauchen sie unsere Hilfe. Wir können ihnen helfen mit unserem Gebet. In Epheser Kapitel 6, Vers 18 lesen wir, bleibt wachsam und betet beständig für alle, die Christus gehören. Beständig heißt immer wieder, nicht damit aufzuhören. Und für alle, die Christus gehören, heißt für unsere weltweit große Familie, für alle Menschen auf der Welt, die an Jesus Christus glauben, auch und vor allem für unsere verfolgten Geschwister. Gott erhört Gebet und nicht nur die Gebete von Mama und Papa oder Oma und Opa, sondern auch dein Gebet. Gott liebt Kinder und er liebt es, wenn Kinder zu ihm kommen. Wenn du für verfolgte Christen betest, hört Gott. Denn dein Gebet verändert etwas. Dein Gebet bewirkt etwas. Wenn wir zu Gott beten, erhört er uns. Er macht uns Mut und gibt uns Kraft. Du kannst gerne mitbeten. Lieber Gott, danke, dass wir zu dir kommen können. Danke, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir eine weltweit große Familie haben und füreinander da sein können. Danke, dass du Gebet erhörst und es jetzt auch tust. Amen. Wir werden jetzt für das erste Land auf unserer Gebetsweltreise beten, Nigeria. In unserem Gebetsreisepass findest du für jedes Land Gebetsanliegen. Lasst uns gemeinsam für Nigeria beten. In Nigeria ist es für Christen so gefährlich. Herr Jesus, bitte hilf besonders den Kindern. Tröste sie, wenn sie traurig sind und Angst haben. Amen. Amen. Gebet bewirkt was. Weil wir jetzt gebetet haben, wird den Christen geholfen. Und weil wir jetzt für Nigeria gebetet haben, könnt ihr den Sticker, den ihr in eurem Materialpaket habt, in den Gebetsreisepass kleben. In unserem Gebetsreisepass ist Nigeria das 9. Land. Seid ihr bereit, weiterzureisen? Wohin geht's als nächstes? Wenn Nigeria die Nummer 9 ist, was ist dann die Nummer 1? Nordkorea. Sollen wir da als nächstes hin? Okay, los geht's. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Das müsstest du vielleicht, wenn du in Nordkorea leben würdest. Nordkorea ist ein Land des Schweigens. Ein Land, in dem man den Führern nicht ungehorsam sein darf und man niemandem sagt, dass man an Gott glaubt. Nicht den Nachbarn, nicht der Polizei, niemandem. Oft sagen die Eltern es nicht einmal ihren eigenen Kindern. Christen in Nordkorea sagen, ihr Leben sei wie eine Kerze. Ein falsches Wort und dein Leben erlischt. Fast jeder fünfte Christ in Nordkorea wurde verhaftet und befindet sich nun in einem Arbeitslager. Aber für sie ist Jesus das Risiko wert. Stell dir vor, deine Eltern gehören zu diesen Menschen. Es ist Samstagabend und du spielst vor eurem Haus. Aber du bist nicht nur dort, um Spaß zu haben. Du hast einen Auftrag. Dieses Wochenende sind ein paar Freunde zu euch nach Hause gekommen. Es sind Christen, die zu einem geheimen Treffen mit deiner Mama, deinem Papa und deiner Oma gekommen sind. Deine Aufgabe ist es darum, Ausschau zu halten, falls deine Nachbarn etwas bemerken. Deine Familie und Freunde warten, bis es dunkel ist. Dann ziehen sie die Vorhänge zu. An der Wand hängt ein Bild des Führers deines Landes. Von allen wird erwartet, dass sie ihn anbeten. Aber während der Versammlungen verdeckt deine Familie das Bild, weil sie stattdessen Gott anbeten wollen. Drinnen beten sie im Flüsterton, singen leise und lesen in der Bibel. Es ist nicht sicher, eine Bibel im Haus aufzubewahren. Darum wird sie im Garten vergraben. Deine Eltern graben sie aus, wenn sie darin lesen wollen. Eines Tages werden sie dir sagen, was darin steht. Nordkorea ist nicht nur ein Land des Schweigens, es ist auch ein Land des Hungers. Deshalb versorgt Open Doors auf geheimen Wegen und mit geheimen Mitteln Christen mit Nahrung, Medizin, Kleidung und Bibeln.
Es ist gut, eine Bibel zu haben, wenn du schwere Zeiten durchmachst. Denn sie kann dir Hoffnung geben. Psalm 23 ist für viele Menschen eine Lieblingsstelle in der Bibel. Er beginnt mit der Zeile, der Herr ist mein Hirte. Hae-woo, eine nordkoreanische Christin, lebte mehrere Jahre in einem Gefangenenlager. Sie kannte diesen Psalm auswendig und sie sagt, dass sie jeden Tag daran gedacht hat. Durch ihn gab Gott ihr Kraft und das Gefühl seiner Gegenwart. In Vers 4 von Psalm 23 heißt es dazu, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Was hilft dir, dich zu beruhigen, wenn du Angst hast? Oh Mann, so wie du am Anfang schon gesagt hast, Manu, die Christen in Nordkorea müssen leise sein, sonst werden sie entdeckt und kommen in ein Gefangenenlager. Ich möchte für die Christen in diesen Lagern beten. Betet ihr mit? In Nordkorea sind viele Christen im Gefängnis. Gott, bitte stärke alle Christen, die im Gefängnis sind. Zeig ihnen, dass du bei ihnen bist. Amen. Amen. Dann können wir jetzt den nächsten Sticker in den Pass kleben. Welche Nummer war Nordkorea noch einmal? Wisst ihr es noch? Es war die Nummer 1. So, Kinder, seid ihr bereit für das nächste Lied? Dann steht doch alle mal gemeinsam auf, schüttelt euch kurz durch und schon geht's los! Alles, was ich hab, alles, was ich hab, alles, was ich kann, alles, was ich kann, kommt von dir, mein Gott, kommt von dir, mein Gott, kommt von dir allein. Alles, was ich hab, alles, was ich hab, alles, was ich kann, alles, was ich kann, kommt von dir, mein Gott, kommt von dir, mein Gott, kommt von dir allein. Gut, gut, gut bist du, Gott, 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 niemand ist so gut wie du. Gut, gut, gut bist du, Gott, 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 niemand ist so gut wie du. Jesus, du allein, Jesus, du allein, Jesus, du allein bist gut. Alles, was ich hab, alles, was ich hab, alles, was ich kann, alles, was ich kann, komm von dir, mein Gott, komm von dir, mein Gott, komm von dir allein. Alles, was ich hab, alles, was ich hab, alles, was ich kann, alles, was ich kann, komm von dir, mein Gott, komm von dir, mein Gott, komm von dir allein. Gut, gut, gut bist du, Gott, 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 niemand ist so gut wie du. Gott, Gott, niemand ist so gut wie du. Jesus, du allein, Jesus, du allein, Jesus, du allein bist gut. Niemand, 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 niemand ist so gut wie du. Niemand, 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 niemand ist so gut wie du. Niemand, 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 niemand ist so gut wie du. Niemand ist so gut. Gut, gut, gut bist du, Gott.
jetzt, Kinder, geht's weiter mit unserer Gebetsweltreise. So, Manu, verrat mir doch mal, welches Land zu der 12 gehört. Schauen wir mal. Das ist Syrien, Johnny. Ah, von Syrien habe ich schon einiges gehört. Aber wie es den Christen dort geht, das weiß ich nicht. Hast du da wieder so ein spannendes Video dazu? Na klar, und schon geht's los. Was gefällt dir zu Hause am besten? Vielleicht dein Zimmer oder dein Spielzeug oder das Gefühl, beschützt zu werden. Stell dir vor, du müsstest dein Zuhause verlassen und du wüsstest nicht, ob du je zurückkommen wirst. Wie würde es dir damit gehen? Durch den Krieg kamen viele islamistische Kämpfer nach Syrien. Sie wollen nicht, dass Christen in Syrien leben und drohten damit, sie zu töten. Deswegen sind viele Christen geflohen. Viele von ihnen leben immer noch in Zelten. Aber langsam verändert sich die Lage für ein paar Familien, auch von deiner. Du wohnst in Malula, einer kleinen Stadt hoch oben in den Bergen. Aber du warst schon seit 3 Jahren nicht mehr zu Hause. Früher lebten dort 3000 Menschen, bis die Stadt von Angreifern eingenommen wurde. Deine Familie floh nach Damaskus, Syriens Hauptstadt, und dort lebst du noch immer. Du warst traurig, als ihr weglaufen musstet. Aber seitdem ihr in Damaskus lebt, haben Pastor Edward und seine Gemeinde deiner und vielen anderen Familien geholfen. Du bekommst Besuch, jemand betet mit dir und du hast einen Mantel und Decken. Und es gibt immer frisches Essen. Du kannst mit anderen Kindern spielen, jemand erzählt dir Bibelgeschichten und hilft dir, mit deinen Gefühlen gut umzugehen. Deine Eltern haben auch solche Gruppen, in denen ihnen geholfen wird. All das hilft dir, mit diesen großen Veränderungen umzugehen. Aber eigentlich willst du nur nach Hause. Und jetzt darfst du! Gute Nachrichten! Obwohl viele Häuser in Malula zerstört wurden, ist euer Haus nicht ganz so kaputt. Man kann es reparieren und Open Doors hilft deiner Familie und anderen dabei. Als ihr zurückkommt, siehst du, wie viele Menschen aufräumen und ihr Zuhause putzen. Die Geschäfte sind offen, die Bäckerei, die Reinigung und sogar der Buchladen. Die Menschen brauchen Arbeit, also hat Open Doors eine Schneiderei eröffnet, in der Frauen lernen, Kleidung herzustellen. Deine Mama auch. Es geht aufwärts. Die letzten Jahre waren hart, aber die Zukunft sieht gut aus. Und du hast nicht nur ein neues Zuhause, du hast auch eine neue eigene Bibel. In der Bibel steht, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Könntest du ohne deine Lieblingssachen leben? Boah, alles zurücklassen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Aber manchmal geht es nicht anders. Ja, wie gut, dass einige Städte wieder aufgebaut werden. Sollen wir jetzt dafür beten, dass die Menschen bald wieder in ihr Zuhause zurückkommen können? Im Krieg wurden viele Häuser kaputt gemacht. Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren. Bitte Gott, versorge sie. Schenk ihnen genug zu essen und eine Wohnung. Amen. Amen. Okay, dann kommt der nächste Sticker drauf. Syrien, die Nummer 12. So, und jetzt suche ich mir ein Land aus. In Ordnung? Ja. Und zwar nehme ich die 10. Indien. Indien ist so bunt. Das mag ich. Seid ihr bereit, Kinder? Los geht's. Wer sind deine Helden? Sind es Menschen, die berühmt sind, gut aussehen, reich oder mächtig sind? Vielleicht sind sie gar nicht so. Auch Menschen, die arm und machtlos sind, können durch die Art und Weise, wie sie leben, Helden sein. In Ländern wie Indien, einem der größten Länder der Welt, gibt es viele Menschen, die Helden sind. Es erfordert manchmal großen Mut und viel Kraft, hier ein Christ zu sein. Für Kinder und auch für Erwachsene. Stell dir zum Beispiel vor, dass du zu einer Hindu-Familie gehörst, aber beschlossen hast, Christ zu werden. Einige deiner Onkel, die Christen sind, haben dich in ihre tolle Gemeinde mitgenommen. In nur wenigen Jahren ist sie von 25 auf 250 Personen angewachsen.
aber es sind auch sehr schlimme Dinge passiert. Der Pastor wurde schon mehrmals wegen seines Glaubens verprügelt. An anderen Orten wurden Christen von einem wütenden Mob aus ihren Häusern gejagt. Und auch für Kinder, die Christen sind, kann es Probleme geben. Kinder wie du. Du willst Jesus folgen, aber deine Eltern wollen, dass du der Familientradition folgst. Also haben sie dich auf eine Hindu-Schule geschickt. Das bedeutet, dass du an hinduistischen Ritualen teilnehmen musst, was du einfach nicht willst. Das verwirrt dich sehr. Doch jetzt gerade bist du auf einem besonderen Wochenende für Christen in deinem Alter, die Ermutigung und Unterstützung brauchen. Und bei allem geht es um die Nachfolge Jesu. Du sitzt neben Chiara, deren Vater sehr wütend war, als sie sich entschied, Christin zu werden. Er verprügelte sie sogar. Ihre Mutter wurde Christin, weil sie von Jesus träumte. Aber jetzt ist Chiaras Vater wütend auf sie beide und das Leben ist sehr schwer für sie. Eine andere Freundin, die du kennengelernt hast, ist Mishti. Als sie 10 Jahre alt war, wurde ihr Dorf, das voller christlicher Familien war, angegriffen. Sie mussten in den Wald fliehen und hatten 4 Tage lang weder Essen noch Wasser. Sie waren sehr verängstigt. Danach mussten sie in einem Flüchtlingslager leben. Seitdem haben die Partner von Open Doors geholfen, ihre Häuser wieder aufzubauen. Es wird langsam besser. Das Wochenende hat allen geholfen, mehr darüber zu lernen, wie man so wie Jesus lebt. Das gemeinsame Singen hat auch Spaß gemacht und beim Abschied versprecht ihr euch, füreinander zu beten. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Denkst du, Jesus ist auch ein Held? In Indien leben ja wirklich Helden. Dass sie trotzdem an Jesus glauben, obwohl so viele dagegen sind und obwohl ihnen gedroht wird. Komm, wir beten jetzt für die Menschen, dass Jesus ihnen hilft, Glaubenshelden zu sein. Dass sie trotz allem an Jesus festhalten. Manche Menschen wollen alle Christen in Indien vertreiben. Aber danke Jesus, dass trotzdem viele Menschen an dich glauben. Bitte beschütze sie vor denen, die ihnen schaden wollen. Amen. Amen. Welcher Sticker kommt jetzt in unseren Gebetsreisepass? Die Nummer 10, Indien. Und jetzt möchten wir noch einmal mit euch zusammen ein Gebet beten, was man auf der ganzen Welt kennt. Auch Jesus hat es gebetet. Er war sogar der Erste. Es steht auch in der Bibel, das Vater unser. Wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach mitbeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte nochmal das Lied singen, das, was wir vorhin schon einmal gesungen haben. Weil Gott uns so sehr liebt. Habt ihr auch Lust drauf? Der Tod hat nicht das letzte Wort. Egal was auch passiert, du bleibst bestehen. So treu liebst nur du. Verliebt so wie du, du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf. Verliebt so wie du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf. Verliebt so wie du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf, du liebst. Unaufhörlich gießt du Liebe aus, sie füllt mein Herz und lässt.
vor nichts brauch ich mich fürchten, du bist hier. So treu liebst nur du. So treu liebst nur du. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf. Du liebst. Was auch geschieht, ich bin gewiss, dass du mich trägst. Ich weiß, du liebst mich so. Nichts trägt uns mehr. Du hast für meine Schuld bezahlt. Ich weiß, du liebst mich so. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf. Du liebst. Unaufhörlich gießt du Liebe aus. Sie füllt mein Herz und lässt mich nie mehr los. Und vor nichts brauch ich mich fürchten, du bist hier. So treu liebst nur du. So treu liebst nur du. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf, du gibst und hörst niemals auf. Du liebst. Pass auf, geschieht. Ich bin gewiss, dass du mich trägst. Ich weiß, du liebst mich so. Nichts trägt uns mehr. Du hast für meine Schuld bezahlt. Ich weiß, du liebst mich so. Du gibst und hörst niemals auf. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf. Du gibst und hörst niemals auf. Wer liebt so wie du? Du gibst mich nicht auf. Du gibst und hörst niemals auf. Du liebst. Du liebst. Boah. Das war so toll! Oh, habt ihr das auch gesehen? Da war der letzte Käfer. Manu, was stand da drauf? 3,2. Habt ihr alle Käfer gesehen, die durchs Bild gefahren sind? Es waren insgesamt 7 Käfer. Und habt ihr auch mitgeschrieben? Also ich hab mir alles gemerkt. Und zwar O-F-F-E-N-B-A-R-U-N-G 3,2. Das ist ein Bibelvers. Was steht da drin, Manu? Was steht in Offenbarung 3,2? Moment, ich schau mal nach. Da steht drin, werde wach und stärke das, was abzusterben droht. Wow. Das ist der Vers, der Bruder Andrew dazu motiviert hat, zum Schmuggler Gottes zu werden und für verfolgte Christen unterwegs zu sein. Und für uns ist dieser Vers auch ganz wichtig. Dieser Vers soll uns daran erinnern, uns auch nach der Sendung für verfolgte Christen einzusetzen. Und ganz wichtig, für sie zu beten. Ich weiß jetzt voll viel über verfolgte Christen und wie wichtig mein Gebet für diese Menschen ist. Sie brauchen das Gebet wirklich. Wusstest du, dass es mehr als 50 Länder gibt, in denen Christen verfolgt werden? Was? 50? Ja, das ist ganz schön viel. Die Christen dort brauchen unser Gebet. Guck mal, Johnny,
Hier auf der Karte und in unserem Gebetsreisepass kannst du für 50 Länder beten, wo Christen verfolgt werden. Das sind die Länder auf unserem Open Doors Weltverfolgungsindex. Jeden Tag kann man für ein Land beten. Und wenn du gebetet hast, kannst du einen Sticker reinkleben. So weißt du immer, für welches Land du schon gebetet hast. Das haben wir schon für 4 Länder gemacht. Wisst ihr noch, welche das waren? Ich weiß es noch. Nigeria, Nordkorea, Syrien und Indien. Richtig. Wir haben noch mehr von diesen Gebetsreisepässen. Wenn du dein Secret Kids Materialpaket noch nicht hast, kannst du deine Eltern fragen. Die können es dann kostenlos bestellen. Über diesen Link oder auf unserer Webseite. Gemeinsam mit vielen anderen Kindern kannst du dann für verfolgte Christen beten. Mann, das war so aufregend. Wir haben so viel gelernt und gebetet und gesungen. Macht gerne weiter damit. Schön, dass ihr dabei wart. Super, dass ihr mit uns auf die Reise gekommen seid. Ciao. Bis bald. Tschüss.